Jugendkulturtage haben sich zu einer grossen Plattform für Jugendliche gemausert, hier bei uns in der Biosphäre, wo Jugendliche die Möglichkeit bekommen, kulturell sich zu betätigen und das in einer grösseren Öffentlichkeit darzustellen. Das ist eine gute Sache, aber viel mehr gefällt mir nicht raus. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass die Leute so total begeistert sind von der Jugendkultur 2011, dass ihnen einfach die Sprache wegbleibt. Vernissage hier besonders überwältigend. Ich bin jetzt in den letzten paar Jahren immer wieder geschaut, aber hier jetzt doch ein paar ganz exquisite Sachen, die man unbedingt gesehen haben sollte. Wenn man das Kunstwerk anschaut, dann denkt man zuerst so, was ist jetzt das? Dann schaut man so ein bisschen auf die Beschreibung, schaut sich ein bisschen, was der oder die für Gedanken gehabt, wo man das erstellt hat. Und das finde ich eigentlich relativ cool nachher, wenn man sich überlegt, was man eigentlich aus einem Betonblock zum Beispiel alles herauslesen kann. Die machen hier auch mit am Best Song of Biosphäre Contest. Es hat wirklich Spass gemacht. Super! Die Fans sind genial gewesen. Ja, das habe ich super gefunden. Also all die Fans und so haben mitgemacht. Das war genial gewesen. Es haben einige Künstler wieder mitgemacht und Künstlerinnen. Entenbuchenhaus haben entschieden. Side of my psyche that's insane, want pain, email shells and your verb.